Ja, willkommen, willkommen bei MT-Cast, liebe Freunde. Was habe ich da für ein Schmuckstück? Böse, böse. Geil, geil, geil. 500 SL. Wirklich fette Karre, Orani Schatz, ja. Mhm. Sieht so gut aus. AMG-Paket, US-Modell, komplett. Alter, wirklich brutale Karre. US habe ich eben schon gesehen. Auch schön aus mit dem kleinen Nummernschild. Alter Schwede, sieht die Karre geil aus, oder? Yep. Ja, der hat ein paar Probleme. Und zwar läuft ein bisschen unrund. Da wollen wir mal rangehen, warum, wieso, weshalb, warum. Aber erstmal machen wir Dach auf, ne, von dem Ding. Erstmal Dach auf. Mal gucken, ob es aufgeht. Na, geht nicht? Ah, doch, geht. Hängt hinten schon an. Oder geht auch nicht. Aber eben ist aufgegangen. Gedrückt halten, ne? Wohl. Alter, ist das geil, Alter, ne? Oder? Auch das passende Wetter dazu, oder? Wirklich, eine Runde drehen müssen wir auf jeden Fall. Guck es auf, ne? Ja. Aber die Scheiben hinten? Aber ganz ehrlich, Schatz, wirklich geil. Und das Geilste ist, er hat die Sitze komplett umgebaut. Die Karre war mal grau früher, ne? Er hat von dem Basic-Modell, guck mal, mit Sitzbelüftung. Und die Dinger funktionieren noch. Ui. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, Schatz, wir drehen eine Runde, komm. Aber schön cool, so ein SL, Alter, ne? Jetzt hier bei dem Wetter hier, schön Sonne. Ich bin ja auch so weiß von der Hautfarbe jetzt, ja? Da fühlt mir richtig gut, dass ich hier wie ein Schwarzer aussehe, wenn ich hier die Sonne nochmal... Freunde, ich brauche die Sonne anzugucken. Ja. Dann bin ich schon dunkel, ja, wirklich, ne? Das beneide ich. Aber komm, manchmal. Wir sind früher oft Cabrio gefahren, haben ja auch immer gefeiert. Aber leider in Deutschland gibt die Cabrio, wenn er immer so wenig hat. Ja, ich hatte ja eigentlich immer ein Cabrio, aber durch die Hunde... Ja, aber das Ding ist hier mit zwei Sitzen, da können die Hunde ja gar nicht mehr mit, ne? Ja, aber durch die Hunde habe ich ja... Sound ist gut. Oh, jo, 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 Sound ist gut. Wir haben eine MKL an, das Auto läuft ein bisschen unruhig. So läuft er nicht schlecht. Der Lenkrad auch geil. Alter Schwede, ne? Sieht das nicht böse aus. Ja. Mit dem dunklen das Holz hier. Das hat er ja auch hier wohl beledert, ne? Keine Ahnung, was er hier gemacht hat. Aber wirklich ein fettes Auto. So wirklich. Aus, als hat er es hier mit... AMG-Taco komplett. Geil. Macht Spaß. Macht richtig Spaß, ne? Ich habe den letztes Jahr vom Kollegen gehabt. Das Fahrbahn 350er ist ein ganz anderer Schnackschatz. 350er. Ja, ja. Das ist wirklich hier 500er. Du hörst auch den Auto. Geile Karre. Jo, also. Ja, Freunde, mal. Keine Ahnung. Wer unter 10 Mille so ein Auto hat, sagt mir Bescheid. Wird ein bisschen schwer, aber egal, oder nicht? Oh, Sound ist böse, Alter. Das Blubbern, diese. Hammer, Hammer. Tolles Auto. Auch dieses Schwarz auf Schwarz, alles schwarz. Kommt doch geil rüber, oder? Was war da vorher, hast du gesagt? Grau. Ja, ist schon schön, ne? Jetzt hier, wenn man hier Landstraße mit dem Auto schön Cabrio fährt, Schatz, kann man sich den schönen Roadtrip Türkei, Alter, mit so einem SL. Aber das ist zu heiß, ne? Leider. Wieso? Dach zu Klima an? Ja, aber ich denke mal abends, aber ne? Schön Türkei. Geile Karre, geile Karre. Wir gucken uns den mal von außen dann mit Dach auf. Oh, ist das schön, ja. Richtig nice. Kommt auch so geil rüber, oder nicht, Schatz? Ja, ja. Vielleicht, ich hätte vielleicht andere Felgen drauf gemacht, ne? Wieso? Aber vorne die Front, auch sehr aggressiv. Die Scheinwerfer sind auch hier in schwarz lackiert. Ah, sieht gut aus, die Karre, ne? Aber die Felgen sind doch schön. Ja, also finde ich. Ja, Geschmackssache, ne? Ich stehe jetzt nicht auf die. Aber trotzdem, Auftreten von der Karre, brutal. Wirklich brutal. Yep. Tui, ich kann mich damit anfreunden. Ich auch. Aber davor muss ich erstmal den Kofferraum angucken. Ja, ich denke mal, viel Kofferraum haben wir hier. Nick, ist so egal. Wir brauchen auch keinen Kofferraum. Wirklich ein tolles Auto. Die Preise von den Dingern steigen auch enorm, Schatz. Enorm. Will ich trotzdem gucken. Okay. Ja, geht doch. Ne? Meine Badehose passt, meine Badelatschen, zwei Trainingsanzüge, fünf Trainingsjacken. Da kommen wir schon auf jeden Fall klar. Nein, wirklich ein schönes Auto. Auch US-Modell mit dem Nummernschildern feiere ich auch ganz.
Ja. Total die Karre. Also ich würde sagen, wirklich feiere ich die Karre. So, wir fahren in die Werkstatt, gucken mal, was das Baby hat. MK alles an. Mal gucken, wieso, weshalb, warum, ne? Yep. Guten Morgen, guten Morgen. Nächster Tag, SL ist schön im Trocknen. Ja, San, der Teil habe ich bestellt. Der läuft ja auch nicht auf allen Zylindern. Ja. Wir lesen den gleich aus. Machen wir erstmal das Dach zu. Genau, wir müssen erstmal hier mal ein bisschen aufräumen, die Werkstatt. Genau, wir lesen den aus und dann wollen wir mal gucken, warum er den Zündaussetzer hat. Ah, ist ja geil, Digga, ja, oder? Ist der cool, ist der cool. Ich will auch ein SL. Ich finde den geil, wirklich. Er ist geil, Digga, ne? Auch im Sommer. Im Sommer ist das perfekt. Böses Auto, Digga, böses Auto. Aber der gehört auch einem guten Freund von mir, daher können wir den auch ab und zu mal leihen. Wei, 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 Kaltstart. Wei, 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 wei. Jawohl, Baby, jawohl. Da läuft er doch, Digga. Freunde, jetzt wollen wir die Karre mal auslesen. Da bin ich aber mal gespannt, was das Ding hat. Er läuft schon unten durch. Man merkt das, MK ist auch an dem Auto. Ja, Auspuff ist ein bisschen in der Mitte, Flexrohr vielleicht undicht. Da wollen wir mal hochnehmen, mal gucken. Aber erstmal mal auslesen. Mal gucken, was er erzählt. Wie gesagt, Zündspulen habe ich neu bestellt. Mal gucken, welche kaputt ist. Ja, okay. Lass uns den auslesen jetzt. Ne? Vor dem mit der Tür. Dann fahr ein bisschen zurück. Okay. Der Zündaussetzer, ja, wie befürchtet. Ich wusste das irgendwie. Katalysator, rechts. Wirkungsgrad. Das ist zu gering. Und dadurch zeigt er auch hier, warte mal. Cut. Hier Aussetzer auf dem sechsten Zylinder steht ja auch Cut schädigen. Aber du weißt, bei mir war auch Cut, 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 Cut. Dann war das Steuergerät. Ja, gut, kaputt. Aber hier, da ist das ja schon Krankheit, also mit Cuts und sowas, dass die gerne kaputt gehen. Ja, aber ne? Er hat zu mir gesagt, da sind neue Cuts reingekommen. Ja. Also, laut seiner Aussage, ne? Ich weiß ja nicht, ob da Metallcuts drin sind oder so ein Kram, muss man gucken. Ich weiß nicht, aber er läuft auch wirklich unrund, Motorlampe leuchtet. Also, was wir machen können, wir nehmen jetzt auf die Bühne, heben die Karre hoch, gucken uns die Cuts an. Einmal Zündkerzen rausmachen. Genau, dann fahren wir ihn rüber und fangen mal an, dass wir ihn ein bisschen zerlegen. Wir können das auch hier machen. Der ist eigentlich nicht so schwer. Ja, okay. Ja, obwohl, das können wir auch hier machen. Ist doch egal. Tamam, dann bocken wir die Karre mal hoch, gucken mal, wie er aussieht. Jo. So, Freunde, hier ist der bekannte M113. Ist kein AMG, also das ist irgendwie nur Optik draufgeklebt. Ja, die Motoren sind ja eigentlich sehr simpel aufgebaut. Geile Motoren, produzieren echt geilen Sound. Dann fahren wir die Karre hoch, gucken wir uns die Karre mal von unten an und danach nehmen wir die Zündkerzen raus. Und gucken wir auch mal, wie das Zündbild aussieht, weil der hatte ja auch Fehler wegen Fehlzündung und sowas. Schauen wir uns mal an, ne? So, liebe Freunde, ja, was haben wir jetzt gesehen? Genau, die Cuts sind drin, haben wir schon entdeckt. Ein paar Zündspulen dran, haben wir schon abgenommen. Ja, genau, ich bin jetzt hier gerade am Kämpfen mit der letzten hier. Ja. Man weiß ja, M113 hat Doppelzündkerzen pro Zylinder, hier sieht man ja. Genau, die haben wir weggenommen. 16 Zündkerzen auf jeden Fall, Freunde, haben wir neu bestellt. Also, er hat uns Fehler gezeigt, 6. oder 7., was war das? 6., also hier, der Zylinder hier. Genau, 6. als Fehlzündung hat er gesagt, aber er hat auch die Katalysatoren gezeigt. Also, ja, also guck mal, es kann sein, dass es wirklich die Cuts sind oder wegen der Fehlzündung. Das ist der falsche Wert. Vielleicht. Also wir machen erstmal Zündkerzen, die eine Zündspule, dann löschen wir mal alles, fahren eine Probe. Und wenn die Fehler wieder kommen, dann muss auf jeden Fall die Cuts ersetzt werden, weil wir haben das Problem gehabt. Und wenn es die Cuts nicht sind, ja auch das Problem, ne? Aber wenn es die Cuts nicht sind, weißt du, was das ist? Steuergerät, Kette, was auch immer. Ja, also Kette kann ich mir nicht vorstellen. Ich weil habe ich noch nie gehört beim M113. So, also wir machen mal so, wir nehmen jetzt mal alle Zündkerzen ab. Wir haben unten gesehen, dass da ölfeucht ist. Ventildeckel links, ich habe jetzt beide bestellt. Wir hauen rechts und links rein. Ja gut. Erstmal Ventildeckel, ne, und dann muss man weiter. Aber komm, San, es ist ja geil, bei dem Auto zu basteln, weil ich finde es schön. Ich mag es mehr, an ein V8 rumzuschrauben, als an... Aber hier ist auch schön zu schrauben, finde ich, ne? Ja, gut, bisschen eng, aber es geht noch schlimmer. Ja, okay, dann wollen wir jetzt alle Zündkerzen hier abnehmen. Um eins kriegen wir die Ware. Ja. Und dann hauen wir die schönen Sachen rein und dann hoffen wir mal, dass die Karre geil wird. Ja, Kerzen haben wir ausgebaut. Ja, doll sehen die jetzt nicht aus, aber ich finde, der Abstand ist nicht so doll. Guck mal, wie nah. Keine Ahnung, warum. Ich weiß es nicht. Wie sehen denn? Ja, schwer zu sagen, ja. Okay, eigentlich so auch nicht ölig und sowas, ne? Also eine Seite haben wir schon draußen. Egal. Also, Zündspulen aus. Wir haben natürlich Fehler gehabt auf den 6. war das dann? 6. Also, wir haben hier mal ein paar schöne Sachen geholt. Hier vom Mahle, schönen Filter. Bosszündkerzen geholt. Ein paar Sachen hier geholt. Wir gehen erstmal bei, dass wir erstmal mal die Kerzen reinmachen, die eine Zündspule neu machen. Zusammenbauen, einmal fahren, ob der Fehler wieder kommt. Bei den E63 letztes Mal was vielleicht. Ja, die letzten sitzen ein bisschen bescheuert. Aber da kannst du auch mit einem anderen Werkzeug. Ne? Du kannst auch so ein geklöpftes Ding nehmen und an der Ecke arbeiten. Oder mit mittlere Knalle. Wieso nimmst du die mittlere nicht? Also ich finde, mit der mittlere hat viel mehr entspannter zu arbeiten. Das
würde ich mal probieren. Oder nicht? Ist der zu groß, sehe ich gerade. Ja, das es gibt stimmt. Ja die kleine, die mittlere. Ich hätte sogar da eine kleine mit dem Kopf aufgesetzt. 600 kriegst du nicht mit einer kleinen Hand. Aber wir haben die Adapterstücke. Egal, man lernt dazu, Schatz. Wozu bin ich denn hier, oder nicht? Die Ideen ja. Und die Tipps zu geben, oder? Ja, genau, du bist auch. Kopf der Bande. Egal, komm mal. Wir machen jetzt so, dass wir jetzt wirklich einmal Kerzen rausnehmen, neue Kerzen reinbauen und einmal mal das Ding fahren. Wenn es gut ist, ist es gut. Wenn es nicht gut ist, muss man auch den Fehler weiter auf den Grund gehen. Aber ist schon hart, ne? Allein schon so eine Inspektion. Ja, geht. Hammerpreise. Ja, also die Teile sind natürlich teuer, wirklich. Ja. 16 Zündkerzen, Alter. Kostet schon ein bisschen Geld, 16 Stück zu haben. Andere haben 4, sind froh. 8, da heulen die Leute schon rum. Aber bei 16 kriegen die einen Schock. Also, aber ich weiß gar nicht, ob der V12 dann auch doppelt hat. Ja, weiß ich gar nicht. Da hat er, alter Schwede, aber dann hat er 24 Kerzen. Ich weiß nicht, ob der V12. Na gut, okay, wir bauen um. Dann sehen wir mal, wie er nachher läuft. Kerzen getauscht? Kerzen getauscht. Genau, Fehler ist gelöscht. Nee, Fehler ist noch nicht. Doch, ich habe gelöscht. Ach so, ja, ich habe gelöscht. Genau, was wir jetzt machen? Genau, wir fahren jetzt Probe, das Ding. Ja. Ne, hauen wir den Luftfilterkasten drauf. Ja, natürlich. Genau, und dann fahre ich mal eine Runde und hoffen mal. Ich will einmal gucken, weil beim M113 die Zündspuren raufdrücken, du musst die richtig mit Gewalt raufdrücken. Okay, aber die sind ja festgezogen. Ja, ne? Nee, ich war hier, die unteren. Achso, die unteren, ja. Da will ich noch einmal rüber gucken, da habe ich jetzt... Ja, wir können mal starten, mal gucken. Hey. Ja, gut. So, lass mal den Luftfilterkasten drauf und dann starten wir das Auto. Stecker drüben raus, Stecker drauf. So, Stecker sind alle drauf, sehr gut, so. Ja, wir brauchen vorne auch nicht ranzubauen, reicht uns, wenn wir hinten nur den Luftfilter haben. So, Digi, dann geh mal rein, start hier mal. Wollen wir mal schauen. Ja, Werkzeug einmal nehme ich weg, start hier mal bitte. So, liebe Freunde, mal gucken, ob er jetzt wieder anspringt und auf allen Zylindern läuft. Angesprungen ist er auf jeden Fall. Hä? Ja, weiß man ja nicht, das ist ja das Problem. Wir müssen den jetzt mal fahren. Ja, weil er hat ja die Zündaussetzer gehabt. Komm, mach mal zu hier. Genau, dann fahren wir eine Runde mit dem Ding. Du musst hier bei dem Audi einen Ölwechsel machen. Okay? So, ich nehme die Freunde. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, er läuft nicht auf allen Pötten. Ne? Also ich denke nicht, nein. Ja, da muss er viel ruhiger laufen. Boah, stinkt gut auch ein bisschen. Ja, ich fahre ihn einmal hoch runter, gucken wir mal, ob die MKL leuchtet von dem Ding. Boah, stinkt aber die Karre, ja. Also ich denke mal, das war's wohl nicht. Ich denke, das ist der Cut von der Karre, ja. Ich fahr mal. Nein, es hat nicht geklappt. Das war's nicht. Ja? Ihr seht, ihr hört das auch, ne? Zündaussetzer, er läuft nicht auf allen Zylindern. Ja, und er stinkt richtig nach Cut. Er hat richtig einen Geruch hier hinten drin, ja? Riechst das? Ja. Ja, also, ich denke mir mal, Freunde, das war's nicht, das war's nicht. Ja, da tippen wir mal auf Cut. Ich lese ihn gleich nochmal aus und schau mal, was er noch für einen Sorgen hat. Aber, ja, das war nur ein Versuch. Mal zwei Zündspulen habe ich getauscht, war als Fehler dargelegt. Zündkerzen habe ich neu gemacht. Ja, ist wohl nicht. Also, wir nehmen ihn wieder weiter rein. Dann sehen wir wohl in der nächsten Folge. Mal gucken, ob ich neue Cuts mache, einmal Kompression prüfe und an die Sache beigehe. Ja, vielen, vielen Dank nochmals fürs Zuschauen. Abonnieren, liken, nicht vergessen auf Instagram folgen. Da poste ich täglich neue Stories. Und den Sun Garage, der hat einen YouTube-Kanal. Folgt den auch mal. Der freut sich über jeden Abonnenten. Tschüss. Tschüss.